So, was haben wir denn da jetzt Schönes? Oh, fuck. Was geht? Mein Name ist Jonas und ihr könnt mich auch Johnny nennen. Ich spiele Wii Sports Club. Wii Sport Club. Ich spiele natürlich mit dem bestaussehendsten Teampartner. Da stehen jetzt ernsthaft zwei Idioten auf dem Platz. Johnny und Johnny. Aber ich habe noch eine Fernbedienung. Steuere ich die jetzt gleichzeitig? Ja, tu ich. Oh Gott, die machen beide dasselbe. Los, Johnny und Johnny. Macht sie fertig. Ich kriege ihn. Oh, scheiße. Oh, fuck. Der andere Mii macht sogar die Angabe mit und... Oh, Schmetterball, voll in die Fresse. Ich werde natürlich... Dass man noch nicht mal steuern kann, wo die hinlaufen. Ich kann einfach nur schlagen. Und ich treffe mit dem Vorderen einfach nie. Aber wenigstens zeigt er genug Einsatz. Ich hab ihn... Oh. Nice. Und der Ball hat das Stadion verlassen, meine Damen und Herren. Jetzt. Mit dem Vorderen sogar. Ja, Johnny 1 und Johnny 2 haben gewonnen. Ich kann mir keinen besseren Teampartner vorstellen. Ohne mich hätte ich das nie geschafft. Hä, hey, warte mal. Hä, was? Hä? Das mache einfach alles ich. Warum? Ich steuere die alle mit ein und derselben scheiß Fernbedienung. Ich fühle mich emotional zerrissen. So, du willst dich also mit mir anlegen, Olga, hä? Das ist aber gar nicht mein Niveau. Diesmal ist das Niveau leider 1. Och Gott, aber Mies sind immer noch so hässlich. Was ist... Oh Gott, iiih! Okay, Olga, zeig mir, was du kannst. Ich weiß, wie ich mit meiner Keule umzugehen habe. So, soll es eine Anspielung sein? Fuck. Okay, das reicht vielleicht für die Schuss in den Ofenzähne. Na, wenigstens mal getroffen. Olga. Okay, nice. Home Run, oder? Nee, aber komm, wenigstens Double. Wenigstens da. Oh Mann, ich habe nicht einen Punkt gemacht, ey. Das ist mein letzter Versuch. Komm schon. Das war so klar. Es ist nichts passiert. Ich wurde ein paar Mal rausgeschmissen, hab daneben gehauen. Ist ungefähr so spannend wie das Publikum, was man hier sieht. Natürlich, sie trifft sofort und... Ja. Bowling macht doch Spaß, ne? Das ist ein schönes Spiel hier im Gegensatz zu so ein paar anderen. Jetzt können wir einfach uns richtig hier dran auslassen, hier die Pins wegfetzen wie sonst was. Direkt ein Strike, nice. Komm, was einmal klappt, funktioniert nochmal. Ich muss hier wieder eine Streak machen, sonst kann ich das nicht verwenden. Sehr gut. Komm, direkt noch ein Strike hier. Im Gegensatz zum Baseball ist man dann wenigstens nicht out. Ja, ein geiler Truthahn. Na, da hat wohl jemand einen Witz über YouTubes Richtlinien gemacht. Es geht um Strikes, ne? Okay, der Spruch über Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, ist tatsächlich übel lame. Oh mein Gott, das haben halt die wenigsten verstanden. Es gab eine Comedy-Show auf Sat.1 namens Sechserpack. Als ob ich es wirklich geschafft habe, dieselbe Streak nochmal zu erreichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sogar einer mehr als beim letzten Mal. Das ist... Was hab ich für einen Lauf? Ich knack die 300. Diesmal wirklich. Ja, ich meine, das war klar. Noch besseres Ergebnis EU. Come at me, Noobs. Nach einem langen Tag beim Bowling ist es immer schön, sich bei einer hübschen Partie Golf zu entspannen. Das hier ist die Wii Sports Club Golf Partie. Partie. Kommt mit zum Wii Sports Golf Club, spielt die Wii Sports Golf Partie. Die W-I-I-S-P-O-R-T-S-C-L-U-B-G-O-F Partie. Was viele nicht wissen ist, ich bin einer der weltbesten Wii Sports Club Golf Spieler, die es gibt. Und ja, so einfach ist das, meine Damen und Herren. Sauber und natürlich genau wie geplant im Loch gelandet. Man kann natürlich den Weicheiweg für Weicheier nehmen, aber ich versuche hier auf dieses kleine Fleckchen raufzukommen. Wie der Experte, der ich bin. Ein präzise gelungener Schlag hier an diesem wundervollen Tag. Wie nicht anders zu erwarten, natürlich im ersten Versuch geschafft. Auch das ist etwas, was jedem Profi mal passieren kann. Der Sandbunker stellt nur ein eher kleines Problem dar. Das Wichtigste ist natürlich jetzt, diesen Golfball aus dem Sandbunker heraus zu prügeln, und dafür kann man auch ruhig mal diesen Driver nehmen, denn er wird ganz sicher nicht wie im letzten Video von der Fahne abprallen, und das hat sowieso eh nie jemand gesehen, dass das passiert ist. Was? Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet. Natürlich lerne ich aus meinen Fehlern. Ein weiterer Ball wird souverän eingelocht. Hohes Gras. Hohes Gras, hohes Gras, hohes Gras. Jetzt ganz vorsichtig.
vor. Ein wunderbarer Tag für Golf. Oh, ich schaute ihm hinterher wie einem verlorenen Sohn. Aber wenigstens stöhnen die nicht mehr so demotivierend. So. Oh ja, guter Schlag. Oh wow. Oh. 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 Easy as fuck. Das war auch damals schon ein viel zu altes Meme. Weilbaum. Yay, der hoffentlich letzte Schlag. Alter, ich glaube, das war lange nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Das war okay. Aber ich bleib trotzdem dabei. Golf entspannt nicht, das frustriert. Ja, das ist ein besseres Ergebnis. Alter, ich mach jetzt jeden so fertig. Komm her, Matt. Was willst du? Hä? Was, ich darf mit Brille boxen? Denn ohne meine Brille würde ich sterben. An Augen-Aids. In der rechten Ecke Matt gegen den Herausforderer Schlaumeier Jonas. Und es geht los. Und hier meine Linke. Wie schmeckt dir meine Linke, hä? Ich werde der unentspannteste Gegner sein, den du je hattest. Mach dich drauf gefasst. Der steckt einfach nur ein. Was ist los? Und die Menge tobt. Seine Linken sind so gut wie down. Was ist hier los? Ich gebe dir die ganze Zeit nur meine linke Faust und das war's. Es geht noch schneller als im letzten Mal. Nicht, dass der wieder liegen bleibt. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe ist wieder aufgestanden. Okay, aber wie sonst sieht es ja trotzdem der Glasschuh von Wii Sports. Hallo? Wenigstens musste ich ihn mehrmals auf die Matte schicken. Alter, wie ich ihn fertig gemacht habe, immer mit links. Na komm, das machen wir nochmal. Das war auch keine Herausforderung hier, Elena. Okay, das ist eine Frau, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Darf ich auf ein bisschen mehr Gegenwehr hoffen, würde ich sogar sagen. Also, diesmal die ganze Zeit die rechte. Wie gefällt dir das? Nee, die Bewegungssteuerung funktioniert auf jeden Fall besser. Hallo? Ah, tatsächlich, die wehrt sich sogar. Was macht ihr denn heute noch so, Leute? Also, ich verprügel eine Frau ins Koma, wie es aussieht. Mit geringer Gegenwehr ins Delirium geprügelt. Und tschüss. Die ist zwar ein paar Mal aufgestanden, aber was ist hier los? Wieso kann ich die ganze Zeit immer nur dieselbe Hand spammen, und wenn das Spiel so will? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich dabei mal erwischen würde. So, und dann schauen wir noch eben ganz kurz hier ins Training rein. Okay, Ringtennis, das sollte auf jeden Fall drin sein. Mein Rekord ist 8. Ich muss ihn hier einfach nur zurückschlagen. Wie es aussieht, bin ich zu dumm, den Ball auch einfach nur zurückzuschlagen und geschweige denn den Ring zu treffen. Aber das ist, ab diesem Punkt ist der Joke vielleicht auch irgendwann durch, genau das gleiche in diesem Spiel zu machen wie in dem anderen Video. Aber, oh mein Gott, nein! Nein, die Musik! Oh mein Gott, die Musik ist nicht da! Fuck, die ultimative Musik dafür, dass man verschissen hat. Weil die Trainingsspiele hier was komplett anderes sind. Sie existiert einfach nicht in diesem Spiel. Das wirft alles über den Haufen. Oh Mann, die ganzen Szenen exakt nachzustellen war wirklich anstrengend und zeitaufwendig. Jetzt fehlen nur noch die Aufnahmen vom Training und das mit der Musik. Ja, okay, damit ist meine Idee für das Video zum Ende zwar ein bisschen geplatzt, aber so mega clever ist. Oh, Wii Sports Club ist genau dasselbe. Wii Sports jetzt auch nicht wirklich. Ich fände es sogar übel nice, wenn man Wii Sports auf der Switch spielen könnte. Ohne krasse Änderungen. Einfach online. Am besten noch umsonst, so im Service inbegriffen wie Tetris 99. Das wäre legit ein mega gutes Angebot ab dem Punkt. Und sie haben halt alles schon hier. Wii Sports Club konnte man auch schon online spielen. Die Texturen und Framerate sind auf HD-Ausgabe angepasst. Es wäre echt ein brainless Move eigentlich, aber Nintendo ist halt ein ewiges Enigma. Junge, die Joy-Cons stehen in Sachen Bewegungssteuerung den Wii-Fan-Bedienungen wirklich in nichts nach. Ich bin gespannt, für wie viele innovative Ideen und Wii-Remakes dieser einzigartigen Controller noch eingesetzt werden. Das Club im Titel bezieht sich übrigens hier drauf, dass man irgendwie so, man kann so einen Club je nach Wohnort oder eigentlich je nach Belieben joinen und sich dann vergleichen mit Ranglist. Warte, als ob. Das ist dieses... Wenn man vorher nicht davon gehört hat, sieht man es nicht. Aber sobald man irgendwas Neues kennt, sieht man es überall. Wii Sports Club war halt echt ein verdammt guter nächster Schritt nach dem Wii-Teil. Die Trainingsgames sind etwas kreativer, es gibt um einiges mehr Auswahl bei den Modi. Zum Beispiel auch die Golfkurse aus Resort sind dabei. Ich meine, Glücksspiel-Pitchen, das gab es vorher nicht. Das hatte Wii Sports nicht. Das ist mit Preisen und... Oh. Okay. Wir bleiben drin, natürlich. Wir,
holen uns am besten, wir holen uns noch, noch viel bessere Sachen. Wir werden hier reich und am... Oh, nein, das will ich doch nicht. Nein, danke. Hä, Kunstbowling? Kunstkegeln? Das ist doch mega, es macht voll Spaß. Hä, Wii Sports Club ist einfach übel nice, keine Ahnung. Eigentlich ist das eine Frechheit, dass Wii Sports Club so ein Flop war. Einfach alle paar Tage auf eine Runde Bowling oder eine Partie Golf reinschauen. Es spricht doch nichts dagegen. Spaß, sicher.